Das ist so wie Groucho Marx, ne? Ich würde niemals in einen Club eintreten, der mich aufnimmt, ne? So nach dem Motto. Jo. Du kennst ja die Leute von Game One. Ja. Die vier berühmtesten Damen. Mhm. Sind die anders, als sie sich geben? Nee, überhaupt nicht. Sind wirklich so? Total locker drauf, total nett. Und wer war da am beeindruckendsten so, außer vielleicht Simon, von dem man sie erwartet, dass er einen guten Eindruck macht? Ach, also beeindruckend. Also Nils war halt so der Ruhige, ne? Also der hat ja immer in der Mitte gesessen bei diesem Beitrag, bei Interview, und der hat ja immer nur Simon angeguckt und dann wieder Woody. Und er kam mir nur zu Wort, wenn ich ihm konkret eine Frage gestellt habe. Dann hat er auch mal was gesagt, ne? Nee, alle total nett. Also sehr authentisch und auch uns auch hinterher lange unterhalten und so. Ich mache ja bald auch, hoffe ich, ein Fantreffen in Hamburg, muss ja auch mal sein. Und dann haben sie ja gesagt, dass sie auch vorbeikommen würden, wenn sie Zeit haben. Ja, und der Etienne ist auch echt ein Netter. Also der kam ja zu mir nach Hause. Ich denke so, ach, Etienne bei mir zu Hause von Game One, Wahnsinn. Ja. Habt ihr das gesehen, wie die den Grimme-Preis bekommen haben? Das war ja auch eine super Antwort von ihm, ne? Wo sie gefragt hat, was sagen sie denn dazu? Das ist auch dumme Videospiele gibt, ne? Ja, sagt er, es gibt auch dumme Bücher, es gibt auch dumme Filme, es gibt auch dumme Musik. Ja, ja, eben, so ist es ja auch, ne? Ja. Ja? Wollen wir wissen, was deine erste DVD war? Oh Gott. Meine erste DVD, ich glaube Terminator 2. Glaube ich, ja. Da habe ich damals, Mario hat ja nach mir einen DVD-Player gehabt. Er kam zu mir und ich dachte, Mario, ich muss dir jetzt mal meinen DVD-Player zeigen. Hier, guck mal, auf der Taste kannst du Kapitel nach vorne springen. Siehst du das? Und siehst du diese Bildqualität? Ja, ist ja unglaublich, ja. Mein Gott, ja. Muss irgendwie Ende der 90er oder so gewesen sein, würde ich mal schätzen. Ja. Wahnsinn. Und jetzt habe ich gerade vor ein paar Tagen jemandem Blu-ray gezeigt. Moonraker, James Bond auf Blu-ray. Da war dieselbe Reaktion wieder. Boah, die Bildqualität. Ja, ist schon toll. Oh, da ganz hinten. Ja? Ich? Ja. Welche Kritiken gibt es an dir selbst und an deinem Format? Gar keine. Kritik bekomme ich ja natürlich von anderen. Also, und dann muss ich natürlich auch mich hinterfragen, haben sie recht oder sehe ich das nicht so? Und das tue ich ja auch. Ich meine, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, dann wird er mir doppelt und dreifach aufs Brot geschmiert. Im Forum und per E-Mail und so weiter. Ja, dann muss ich da auch durch. Naja, ich meine, ihr habt ja die ersten Folgen gesehen, hier vorhin in dem ersten Zusammenschnitt. Die ersten Kritiken, die kamen, war natürlich, ja, inhaltlich super, aber scheiß Bild und scheiß Ton, mach das doch mal besser. Naja, ich habe mir halt eine bessere Kamera gekauft, ne? Und so weiter und so weiter. Mach doch mal einen anderen Vorspann. Dann war der Vorspann zu lang, dann habe ich ihn gekürzt. Also ich mache alles, was man mir sagt. Na, fast alles. Ja. Da war noch eine Frage, ne? Ist die Frage damit beantwortet oder wolltest du noch? Ja. Gut. Okay. Ich habe nicht einen Lieblingsfilm, also das kann man. Also. Ist auch schwer zu sagen. Also. Da würde ich mal spontan sagen. Aber das ist wirklich jetzt nur, was mir so spontan einfällt. Kann man als Top 5 auch nicht bezeichnen. Ich finde super Der Club der Toten Dichter. Großer Film. Der einzige Film, bei dem ich jemals feuchte Augen hatte. Ich bin nämlich nicht normalerweise nicht nah am Wasser gebaut. 2001. Stanley Kubrick. Der große Diktator. Charlie Chaplin. Billy Elliot finde ich toll. Habe ich mir auf Blu-ray geil gekauft. Vor ein paar Tagen geguckt. Deswegen fiel er mir jetzt gerade ein. Funny Games. Michael Haneke.
Ja. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch 10 sagen, nennen. Also, ist schwierig. Ja. So. Sind die Würstchen. Ah, da ist er. Wo du bei Kritik war, möchte ja. Ich mal kritisieren. Ja, bitte. Ich finde nämlich, dass du teilweise in deinen Beiträgen schon selbst zu reißerisch wirst und auch meine Sachen ausbrichst. Zumindest kommt es mir so vor. Hast du mal ein Beispiel? Okay. Ja, was meinst du mit reißerisch? Also du meinst, ich bin zu polemisch oder in der Art, wie es geschnitten ist oder wie? Okay. Weiß irgendjemand ein Beispiel? Dann könnte ich mich dazu äußern, weil sonst weiß ich jetzt nicht gerade nicht. Ja? Also Beispiel ja nicht, aber ich finde es meistens in Ordnung, weil es ja dann doch wieder satirisch ist. Oder weil es auch immer irgendwie klar ist, dass dann vielleicht wird es sein Leben oder so, aber es passt schon irgendwie. Also ich sehe, dann ist es auch so gut. Ja, die Frage ist ja immer, welche Art von Beitrag ist das? Also wenn ich einen journalistischen Beitrag mache, die sind ja meistens zuerst dran, wenn ich einen habe, dann achte ich schon darauf, dass auch die andere Seite mit beachtet wird. Also ich stelle Fragen an den Sender und will den dazu hören, wie er sich dazu äußert oder an wen auch immer es geht. Bei den satirischen Geschichten oder bei den trashigen Geschichten, ja, was soll ich bei den Promi-Heimwerkern eine gute Seite suchen? Also, was? Das ist kein Problem. Ach so, okay. Ja, dann müsstest du mir mal ein konkretes Beispiel nennen, weil sonst ist es irgendwie blöd. Ja? Bei Monitor war das so ein bisschen einseitig, glaube ich. Ja, okay. Bei dem digitalen Ich, meinst du? Bitte? Das digitale Ich. Genau. Oder was meinst du? Ja, genau. Ja, ich habe ja auch nicht Monitor generell kritisiert. Ich habe ja nur diesen Beitrag kritisiert. Und ja, ich fand ihn einfach kommentierungswürdig. So. Und das habe ich gemacht. Ja? Ja. Da war es, also du hast uns halt irgendwann auch mal gesagt, ja, irgendwie hinterfragen wollte ich manchmal, wo könnte irgendwie anders sein, aber es war schon sehr darauf, RTL hat Unrecht, also ich finde RTL auch nicht toll, aber es war schon sehr auf RTL hat Unrecht, erzählt nur Schwachsinn und belagert nur die Frau und ich weiß nicht, was ich schon mal sagen wollte. Also. Dieser Hundezüchterbeitrag ist eigentlich der von allen Beiträgen, die ich bisher gemacht habe, für den ich am meisten vorher recherchiert habe. Weil ich natürlich nicht in den Verdacht kommen wollte, am Ende wirklich einer kriminellen Hundezüchterin, die mit polnischen Welpen handelt, das Wort zu reden oder irgendwie mich auf deren Seite zu schlagen. Aber egal, wo ich gerecherchiert, wo ich nachgefragt habe, ich bin immer wieder dabei gelandet, dass das einfach Schwachsinn ist, was ihr vorgeworfen wird. Und all die Kritiker bis heute, die sagen, die Frau sei kriminell und so weiter, haben mir dafür keinen Beweis liefern können. Bis heute nicht. Es gibt keinen Beweis dafür. Und deswegen, ich habe ja auch, wie gesagt, jede Menge Fragen in RTL gestellt. Und diesen ganzen Fragenkatalog, der ist mir bis heute ja nicht beantwortet worden. Warum nicht? Also die RTL-Pressestelle ist normalerweise sehr schnell, wenn sie antwortet. Ich habe keine Antwort bekommen. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, was ich schon vorhin erzählt habe, heute wieder, morgen ist noch eine Aktion geplant, von denen, von der ich auch schon weiß, wo es auch wieder nur um Fake geht. Die haben in dieser Frau einfach ein perfektes Opfer gefunden, weil sie halt ein wenig Dreck am Stecken hat, insofern, dass sie eben ihre Hunde eigentlich nicht verkaufen darf. Das ist ihr großer Schwachpunkt. So, das habe ich auch im Beitrag mit reingebracht, weil das darf man auch nicht verschweigen. Sie darf ihre Hunde eigentlich nicht verkaufen. Und darauf baut eben RTL diese Geschichte auf,
naja, man, die verkauft nicht auch Hunde illegal, jetzt können wir mal ordentlich noch oben Müll draufpacken, weil der glaubt ja sowieso keiner. Und das ist das Konzept, mit dem da vorgegangen wird. Und ja, deswegen habe ich diesen Beitrag so gemacht. Was hättest du dir denn noch gewünscht? Was hat dir denn gefehlt, wenn ich mal so fragen darf? Mhm. Dass du nicht versucht hast, das von allen Seiten zu beleuchten. Okay. Also, ich hätte erstmal das auch gesagt, dass ich ganz gemeint habe, dies und das, und habe keine Gegenbeweise gefunden. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was ich vielleicht anders gemacht hätte, aber es ist zumindest das, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist. Okay, ja, war ja auch ein umstrittener Beitrag. Also, wer das im Forum verfolgt hat, da hat sich daher der Produktionsleiter der Sendung angemeldet. Dann haben sich da aus diesem rechtsradikalen Polonka-Forum die Leute alle angemeldet da, ne? Wir wollen keine Ausländerhunde in Deutschland und so. Und das Ding ja wirklich, also es hat ja wirklich die unglaublichsten Blüten getragen nachher. Und dass das umstritten ist, ja, gut, aber das ist ja noch nichts Neues, dass ich auch mal umstrittene Sachen mache. Ich will ja auch drüber provozieren. Aber ich stehe zu dem, so wie ich es gemacht habe. Bis heute. Und ich fühle mich immer wieder bestätigt, weil ich schon wieder jetzt neu von Sachen weiß, die RTL auch wieder hier macht und wieder bewusst auch Inszenierungen betreibt. Weil im August kommen ja neue Folgen und da soll das ja offenbar einen zweiten Teil von der Geschichte geben. Also insofern, wir gucken mal, wie es weitergeht. Bitte? Hast du dir mal überlegt, da hinzugehen, der RTL da ist und versucht, das Kamerateam zu machen? Also als ich damals da war, also vorher war es ja so, die waren ja jeden Tag immer da, haben da gefilmt. An dem Tag waren sie nun leider nicht da. Das war wirklich wie verhext. Deswegen, sonst hätte ich es gemacht. Und morgen ist eine Geschichte, die haben sie geplant. Ich kann morgen aber nicht, weil das schon morgen Vormittag ist, da bin ich ja noch hier. Aber ich habe jemanden gefunden, der eine Kamera hat und dorthin geht. Und ich hoffe, dass es klappt, dass man dann ganz paar gute Aufnahmen bekommt. Ja? Du hast gefragt, was deine Beitrag gefehlt hat. Ja. Dass sie die Hunde nicht verkaufen darf? Da habe ich sogar einen O-Ton von ihr gehabt, wo sie das sagt. Also das, glaube ich, kam schon deutlich rüber, oder? Meine ich. Ja, gut. Vielleicht man es noch deutlicher herausstellen können, ja, weiß ich nicht. Aber der Beitrag war so schon 14 Minuten, was ungewöhnlich lang ist. Ja. Diese abstrusen Formatideen von dem Sender oder werden die von den Produktionsfirmen von diesen Klitschen angeboten, die dann solche abgekaderten Kamerateams oder Regisseure sind es ja nicht mal, sondern Redakteure dorthin schicken und solchen Stuss aufnehmen und Redaktionen aufbereiten? Wer, du meinst die Henne und das Ei, ne? Was war zuerst da? Ich glaube, es gibt beide Möglichkeiten. Ich glaube, manchmal irgendwie denken Sender sich so, ja, jetzt komm mal hier irgendwie eine Stunde, mach doch mal irgendwie was, irgendwas mit Gewalt und Asozialen brauchen wir hier noch. Und auf der anderen Seite kommen wahrscheinlich auch diese Produktionsfirmen an. Wir haben da was. Aber die Leute vor Ort, die müssen aufzeichnen, der Redakteur, die müssen ja schon ziemlich abgebrüht sein, die müssen ja da schon irgendwo für Zunder sorgen, dass das dass da was in den Kasten kommt, was dann wieder reißerisch im Fernsehen gezeigt werden kann. Ja, klar, sicher. So ist das hier. Das ist ja sicher. Ja, die stehen da einem großen Druck und die wissen genau, wie der Sender das haben will. Möglichst gewalttätig, aggressiv und richtig so oder unfreiwillig komisch, peinliche Assi-Leute irgendwie. Klar, die sind ziemlich abgebrüht.